Morning, in the morning. Ich bin die verrückte Ente und wir sind zurück zu einem erneuten Schiff beladen. Video? Nein, Quatsch. Wir sind zurück zum neuen Let's Play mit der Ente und heute gucken wir uns so ein bisschen. Ja, was soll, wie soll ich es nett sagen? Das fehlgeschlagene Update an. Also, es ist ja für mich nichts Neues, deswegen habe ich es auch nicht so gehypt. Ich habe es auch nicht so wirklich Videos drüber gemacht, aber jetzt ist es ja da, jetzt können wir ja mal uns ein paar Sachen angucken und dabei ganz normal ein bisschen spielen und einfach mal sagen, was ich davon halte, wie ich das finde und so, ne? Also einfach nur so ein bisschen Meinung zum Update. Okidoki. Als erstes, weil ich habe die Maschine schon hingestellt, kostet 1 Million. Gut, ist jetzt bei mir egal gewesen, bei den meisten wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht, ab welches Level den Karamell-Shop es gab. Ich könnte ihn jetzt auch fertig machen. Ach, ja, eigentlich total Unsinn. Also ich brauche ihn nicht, aber ich mache den jetzt für euch. Ich mache es wirklich nur für euch, weil ja. Nein. Also ich mache es für euch. Einverstanden? Ich mache es wirklich nur für euch. Also ich würde normalerweise meine Diamanten behalten. So. Moment. Ich muss einmal hier meine Tiere füttern. Und jetzt gucken wir uns nämlich etwas an, was ich schon gehört habe, was ein bisschen sehr undurchdacht ist, so wie viele Sachen, die als Update rauskommen. Und übrigens, für die Leute, die ein kleines Level haben, gab es sowieso eigentlich nicht wirklich viel. Also es gibt, glaube ich, Dekos im, sagt mal schnell, im Derby jetzt neue. Bei dem Derby jetzt noch nicht, weil ich habe gestern bestimmt 5-mal gewechselt, also gedreht, und es kam nichts. Ne, kam nichts Neues. Deswegen denke ich mal erst beim nächsten Derby, dass man da was bekommen kann. Das finde ich ganz cool. Ne? Also neue Dekos im Derby finde ich ganz gut. Das war eigentlich schon lange überfällig, weil ja, diese, sagt mal schnell, die Dings haben ja schon viel zu viele. Übrigens, ich habe hier goldene Mauern mal genommen. Das sieht total schlimm aus, oder? Sieht das schlimm aus? Muss ich wegmachen. Ne? Also ich muss da auf jeden Fall andere Mauern hinmachen, glaube ich. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr die goldenen Mauern da findet. Ich finde sie, glaube ich, schlimm. Bin mir mal nicht sicher. So, Moment. Muss mal eben. Oh, wisst ihr, was ich glaube? Wartet mal. Nee. Nee, okay. Habe ich gedacht, vielleicht. Okay. Also, Karamellladen. Brauchten wir eine Karamellmaschine? Warum? Wofür? Wir haben hier einen Süßigkeitenwagen. Wo ist er? Mit dem neuen Layout. Ich finde einfach nichts mehr wieder, ne? Jetzt muss ich erstmal suchen. Der müsste ja hier oben irgendwo sein. Oder? Da oben ist er. Wir haben hier einen Süßigkeitenwagen. Und auch, gucke mal da. Der macht ja Karamell. Der macht ja Toffee. Toffee ist ja Karamell. Und jetzt machen wir quasi Karamell mit Minze, mit, wir gucken mal rein. Ja, Karamell mit Erdnuss, Karamell mit Minze, Karamell mit Schoki, Karamell mit. Warum? Warum? Das ist einfach so überflüssig und dass dann auch direkt so viele Karamells da sind. Wisst ihr, wie ich meine? Also hätte nicht gereicht, wenn wir einfach ja, zwei Karamell erstmal, dass man sich damit anfreundet. Und warum überhaupt Karamell? Da oben gibt es Karamell. So, und das ist aber wohl der einzige, der sich richtig lohnt, ne? Denn dieser Karamell bringt, also das teuerste Produkt jetzt wohl geworden. Warum auch immer. Warum auch immer.
Man braucht nur Zucker und Butter und Erdnüsse und also das ist eigentlich ein richtig leichtes Produkt, braucht auch nur eine Stunde, 1,5 Stunden und ist jetzt das teuerste Produkt. Und jetzt gucken wir mal rein, was vorher das teuerste Produkt war. Moment, hier. Das hier. Da brauchte man 5 Federn für und 3 Decken und es hat 3 Stunden gedauert. Ne, die goldene Decke. Und jetzt einfach dieses Karamell, was super easy zu machen geht. Also es ist wirklich einfach super easy. Ich kann mal gucken, ob wir uns das löschen das mal. Wir holen jetzt mal den Tommy. Ja, wahrscheinlich habe ich keinen Tom mehr, oder? Muss ich mir den so holen? Mann, Mann, Mann. Jetzt sag bitte doch da. Gratis Tom aktivieren. Total doof, weil ich gleich arbeiten gehen muss. Dann bin ich den ganzen Tag nicht da. Aber was soll's? Alles für euch. Machen wir mal. So. Jetzt haben wir nämlich hier die Karamell. Haben wir übrigens noch andere Produkte, die bei den anderen Maschinen. Ist das hier neu? Humus Wrap, ja klar. Und das auch, ne? Humus. Wo gibt es denn das? Habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, es ist halt wieder so ein bisschen. Die ist auch neu. Falafel. Samosas. Ja, okay, die sind neu. Aber wir holen jetzt das, weil das ist jetzt das neue, teuerste Produkt der Welt. Ne? Und das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist eigentlich total. Also, es ist halt. Scheune ist jetzt quasi noch strapazierter wie vorher. Noch strapazierter wie vorher. So muss man hier einen Screenshot machen. Zack, 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 Crazy Duck. Da ein Screenshot. Also für mich ist das Update total unüberlegt, weil ja, also dass man da jetzt so leicht so viel Geld quasi machen kann. Die Zeitung wird wahrscheinlich irgendwann explodieren von diesen Sachen. Kann ich mir wirklich gut vorstellen. Das war ja bei den Diamantringen schon oft und bei den goldenen Decken schon oft. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das jetzt da noch häufiger sein wird. Oh nein. Okay, wartet. Ah ne, wir können. Wisst ihr, was wir machen? Eigentlich wollte ich das ein eigenes Video zu machen, aber komm, wir machen heute alles in einem. Wir erweitern und da muss ich auf jeden Fall Danke einmal an Domi und an Linus sagen. Die haben mir sehr, sehr viele Bolzen gegeben. Bolzen haben mir nämlich sehr lange gefehlt und ja, habe ich jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen gut Platz. Jetzt gucken wir mal hier, da fehlt auch nicht mehr so viel. Ein paar. Ja doch, es fehlen eigentlich viele Nägel. So, jetzt holen wir das Ganze, 9 Stück. Und jetzt guckt mal, ich verkaufe jetzt eine Decke. Habe ich überhaupt Decken? Jetzt kommt, ich habe gar keine Decken. Doch, da. Eine Decke ist 1000 wert. Und Moment. Ach ja, wir hatten eine 9. Ja, ganz nach unten. Da. 1141. So. Ne, also es ist nochmal eine Ecke teurer als die Decken. Und es ist aber super easy zu machen. Also Butter und Zucker macht halt Rose und Ernst. Ne? Ich kann denen jetzt wirklich sagen, mach mir mal. Ja, Sahne brauche ich jetzt erstmal weniger, machen wir mal mehr Butter. Und welcher Zucker war das? Das war der weiße Zucker, ne? Ja, dann machst du mir weniger braunen. Dann machen wir so. Dann machst du mir mehr davon. So. Zack, fertig, ne? Komm, wir machen auch noch weniger davon. Wir machen wirklich hier 30 Butter. Butter, Butter, Butter. Ja, und schon fertig, ne? Könnte man wirklich darauf gehen. Ich meine, Geld brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe jetzt immer noch 3 Millionen.
Es sei denn, die nächste Maschine, die irgendwann kommt, hat dann, keine Ahnung, kostet dann 5 Millionen. Das wäre dann ein bisschen, ich traue denen ja alles zu. Und dann, was haben wir noch? Wir haben Tiere, genau. Da komme ich jetzt auch zu. Da habe ich mir nämlich auch was überlegt. Moment. Zack. Ups. Zack. Ja, helfen und weg. So, müssen wir einmal hier aufräumen, damit das wieder besser aussieht. So, aber die Mauern sehen schlimm aus, ne? Ich habe gedacht, ich probiere mal was anderes. Ich wollte eigentlich die Steinmauern nehmen. So wie bei meinem anderen Layout. Aber ich hatte noch so viele goldene Mauern, deswegen habe ich gedacht, jo, probier mal, ne? Aber sieht schlimm aus, ne? Sieht nicht schön aus. Also, da muss ich euch recht geben. Das sieht wirklich schlimm aus. Also, ich muss sagen, ey, das darf nicht wahr sein, ne? Aber die Aufnahme ging weiter, sehr gut. Ich muss sagen, diese ganzen Maschinen hier, ich nutze die so gut wie überhaupt nicht. Also die ganzen neuen Maschinen, die sind irgendwie so unwichtig auch ein bisschen. Die Donuts werden relativ oft gefragt, okay, Donutmaschine fühle ich irgendwie sogar noch, ne, die ist irgendwie noch gut. Aber die ganzen restlichen, ich muss sagen, es würde nicht auffallen, wenn ich die nicht hätte. Ich habe sehr lange nicht gespielt und das waren die ganzen Maschinen, die ich mir dann quasi kaufen musste. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Also die Maschinen hätte man nicht gebraucht, wobei die finde ich cool. Die finde ich irgendwie cool. Aber ich sage jetzt mal, die Maschine, irgendwie haben wir nicht sogar schon so Sachen, wo man frittiert. Das sind irgendwie so gefühlte überflüssige Maschinen halt, ne? Also die ist wirklich überflüssig, die hier. Weil, wie gesagt, wir haben ja eine Süßigkeitenmaschine. Da hätte man die Produkte ruhig damit reinmachen können. Oder zumindest ein, zwei Karamell. Warum muss man fünf Karamelle machen? Da hätte auf jeden Fall bei der Süßigkeitenmaschine, guck mal, da ist eigentlich noch Platz genug. Da hätten zwei, drei Karamell gereicht. Nur zwei Karamell. Sesamkrokant gibt es ja hier noch. Das Karamell halt. Ja, das ist ja auch mit kandierter Apfel. Ist das nicht auch Karamell darüber? Ich weiß es nicht. Also in meinen Augen sehr, sehr überflüssig. So, jetzt gucken wir mal weiter hier. Oh nein, ich brauche die. Ich will die jetzt aber nicht ernten. Versteht ihr mein Dilemma? Ich will die nicht ernten. Und Erdbeeren muss ich dringend anpflanzen. Eigentlich kein Platz, keine Zeit für, aber ich mache das jetzt einfach mal. Und Kartoffeln auch. Ich mache jetzt einmal komm. Ja, komm. Sesam. Dauert zwar nur eine Stunde, aber das hole ich dann gleich wieder. So. Dann haben wir neu, auch ganz interessant, Tiere. Hier unten. Warum auf einmal diese ganzen Tiere? Also habe ich ganz oft gelesen, dass viele Leute sich beschweren, dass es zu lange dauert, um die Tickets zu kriegen. Aber da muss ich widersprechen, das ist nun mal das Spiel. Farmen, 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 das ist schon okay. Soll halt dauern, ne? Aber jetzt was anderes. Wofür? Wofür diese Tiere hier? Die bringen einem eigentlich nichts. Ich finde, die passen eigentlich besser in den Zoo. Ne, also hier. Ich verstehe den Sinn nicht. Ich kriege immer 40 Punkte. Ja, toll. 40 Punkte, dann läuft er hier wieder rum. Überflüssig hier. Einfach überflüssig. Wo kommen die rein? Kommen die in denselben Stall wie hier? Ich weiß es nicht. Ups. Kommen die in denselben Stall? Keine Ahnung. So, wir gucken mal in die Stadt. Da hätte es halt viel besser gepasst. Und die geben mir noch nicht mal Tools. Also ich habe noch nie ein Tool bekommen von dem Tier. Was ich sehr, sehr enttäuschend finde, weil es ist ja wirklich sehr schwer gewesen, das Tier zu kriegen. Und ich finde, das hätte hier, guckt mal, wie viel Platz wir im Zoo haben. Wie viel Platz wir im Zoo haben. Warum die Pfaue und die Vögel nicht hier? Passt doch viel besser.
Es passt doch viel besser. Also ein V ist für mich ein Zootier. Ist doch kein Hund und keine Katze und kein Meerschweinchen. Also V. Ja. Oh, ich habe den Affen bald vollständig. 3 Puzzleteile noch. Guck mal hier. Dann hier gibt es, glaube ich, auch neue Tiere, ne? Gut, ich habe jetzt eine lange Pause gemacht. Weiß ich nicht, wie weit die anderen sind, die durchgespielt haben. Ob die schon alle Tiere hatten und ob das für die notwendig war. Ich kann nur sagen, hier der Platz, den die damals gemacht haben, den hier, der war nicht notwendig. Das ist so übertrieben gewesen. Ich glaube, ich kenne auch niemanden, der hier schon alles weg hat. Ne, da ist hier vorne schon was gewesen, was man nur mit Permits wegkriegt. Und dann zack, haben die nochmal ein Stück gemacht. Und die Leute brauchen so unfassbar lange, um das hier wegzukriegen. Gut, bei mir ist jetzt das hier noch, weil, wie gesagt, ich habe eine Pause gemacht. Sonst wäre das bei mir, sonst wäre das bei mir schon lange weg. Aber das hier, nee. Also selbst bei, komm, wir gucken mal in meine Freundesliste, 246. So, gucken wir mal rein. Selbst hier ist noch was über, aber krass, die ist richtig weit. Die ist ja mal richtig weit. Krass, okay. Hier ist man schon richtig, richtig weit. Das ist, glaube ich, das weiteste, was ich bisher gesehen habe. Dann hier den Linus mit 239. Auch. Und das ist ja schon urlange her, dass dieses Update kam. Das ist ja schon urlange her, ne? Also so richtig urlange her. Ja. Was hätte man stattdessen? Oder hier, die Frau. Überflüssig des Todes, ne? Also ich glaube, die benutzt keiner. Das ist auch das überflüssigste Update gewesen. Das Tal war mega. Tal war wirklich eine mega Idee. Oh. Habe ich hier was für mich? Nee. Das ist also Schrott, das will ich nicht. Nee. Das Tal war eine sehr gute Idee. Das war ein gutes Update. Das macht auch echt Spaß. Zumindest wenn die Zootiere da sind, dann macht es wirklich Spaß. Ne? Also da bin ich voll auf der Seite. Das ist richtig, richtig gut gewesen. Komm, ich mach jetzt nochmal hier. Was ist denn das da für eine Mauer? Nö, ich will diese Mauer. Eigentlich brauche ich die zweimal, damit man so richtig sieht, ne? Da. Da ist da eine Mauer. Gib mir die Mauer. Ja. Da. Aha. Aha. Die ist doch neu. Ja, gut. Komm, ey, direkt nochmal. Ich krieg die nochmal, komm. Gib sie mir. Nein. Na gut, egal. Ja, also diese Tiere fühle ich auch einfach nicht hier. Die Meerschweinchen, richtig süß, richtig toll. Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Wobei, 2 Gehege hätten sie auch nicht machen müssen. Ich meine, das sind Meerschweinchen. Braucht man da wirklich für 6 Meerschweinchen 2 so riesen Gehege? Hätte man vielleicht, hätte 1 gereicht. Ne? Das ist auf jeden Fall mega gut. Also da habe ich mich richtig gefreut, weil die sehen auch total süß aus. Ne? Und die geben ja auch Tools. Und das ist auf jeden Fall gut. Dann, dass das letzte Pferd dazugekommen ist, wurde höchste Eisenbahn. Hier fehlt ja immer ein Pferd. Das ist ja endlich dazugekommen. Das war auch sehr gut. Und ansonsten, was kann man eigentlich mitnehmen von den Updates? Nix. Also bei uns auch in der Gemeinschaft war große Enttäuschung auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn dieser Falafel-Quatsch? Bei dem, etwa hier? Müssen wir mal gucken. Irgendwo muss ja auch dieses Falafel-Zeug sein. Nö. Ja, hier wäre es auch ein bisschen quatschig, weil, ja, das ist eigentlich genug Zeug. Beim Hotdog-Stand wäre auch Quatsch.
Ach, hier vielleicht, beim Taco. Nee. Wo gibt's das Falafel? Bei welcher Maschine? Hä? Also da muss ich ja jetzt. Ah, da gibt's auf jeden Fall schon mal eins. Kartoffeln. Ah, da ist das neue Dings da oben. Ah, okay. Und da ist auch das. Okay. Ja, ich finde, da kommen auch immer viel zu viele Produkte auf einmal. Die sollten lieber was Essentielles machen, also etwas, was das Spiel auch wirklich verändert ein bisschen. Dann zwei, drei Produkte und nicht direkt 10 Produkte. Das ist halt die Scheune, das Silo. Alles wird wieder total überreizt. Also die Leute, die nicht wirklich schon krass weit sind, die haben jetzt wieder große Silo-Probleme, große Scheunen-Probleme. Also richtig. Ich muss jetzt, wie viel? 5, 6, 7, 8 Produkte. Und ich nehme mir immer so 30 pro Produkt. Ja, das sind fast 300 Platz, die ich jetzt mehr brauche. Ja, es ist schon. Hier ist das andere. Zitrone. Und auch wieder Hummus. Ja, jetzt habe ich hier was drauf, deswegen kann ich nicht gucken, wie lange das braucht. Oder kann ich das hier gucken? Komm. Ich habe einfach. Ach so, ja. 1 Stunde, ja, okay. Kichererbsen. Ja, aber. Wisst ihr, was ich meine, ne? So, guck mal. Bauernhof. Das hier. Mal gucken, ob das überhaupt einer kauft. Inserieren. Also, das kann ich kaufen. Abholen. So. Dann der Angelbereich. Jeder hasst so ein bisschen das Angeln. Da muss eigentlich auch mal was Neues gemacht werden. Da muss irgendwie, der muss mal ein bisschen aufgefrischt werden. Und ich meine jetzt nicht mit neuen Feldern. Oh, was ist jetzt passiert? Wieso geht es jetzt nicht mehr weiter? Nicht mit neuen Feldern, sondern auch mit einer neuen Idee vielleicht. Dass das Angeln vielleicht auch ein bisschen anders ist. So, ich glaube, das war's dann. Ich verabschiede mich hier, denn scheinbar geht das nicht. Ich komme leider nicht rüber. Aber es ist ja alles gesagt zum Update. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich finde es immer ganz cool, wenn meine Community ein bisschen kritischer ist und nicht immer alles ganz blind abfeiert. Deswegen schreibt es gerne mal, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, was vielleicht auch unüberlegt ist und was nicht unüberlegt ist. Wir sehen uns. Bis dann, eure Ente.